Hallo Leute und willkommen zu der heutigen Ausgabe am 12. Dezember, Halbzeit. Darum haben wir heute auch einen besonderen Preis drin, wenn ich mich noch richtig erinnere. Aber Erik, mach mal die Nummer 12 auf. Die Nummer 12. Nummer 12. Wo ist die Nummer 12? Da. Nein, das ist doch die 19. Wo ist die 12? Da. Nein, du sollst nicht raten. Ja, da ist sie doch, geht doch. Hol mal einen Zettel raus. Jawohl. Nee, zieh ihn ab. Zieh ihn raus. Abzieher, jawohl. Und, ja, super. Okay, kann wieder weg. So, und was haben wir heute drauf? Haha. Jawohl, heute haben wir was Tolles drauf. Wieder ein Doppelpreis. Als erstes gibt es eine Edelstahltasse wieder. Die hatten wir ja schon mal drin bei der Verlosung. Das ist ein super Teil für draußen. Und dazu gibt es aber heute noch als Besonderheit zur Halbzeit von Tagwerk, vom Tagwerk Berlin gesponsert, wieder eine Tasmanian Tiger Tag Punch Tasche, aber nicht wieder wie beim Anfang das Modell 1, nein, sondern das Modell Nummer 5. Das ist schon ein richtig großes Teil. Gucken wir mal kurz rein. Da passt schon ordentliches EDC rein, hey. Oder kannst du das Volumen von einem Rucksack erweitern? Vorne mit Tasche. Hier zwei Reißverschlüsse. Hier drin Keyring. Da kriegst du schon ein richtig großes Werkzeug unter. Hier nochmal eine Tasche. Hinter komplett hier Molle-kompatibel. Eine Tasmanian Tiger Tech Punch 5 Tasche. Gesponsert vom Tagwerk Berlin. Gibt es heute mit dazu zur Edelstahltasse für draußen. Ist natürlich ein prima Teil. Kann man mal, ist nicht doppelwandig, kann man super direkt mal an den Gaskocher oder ans Feuer stellen. Dann aber aufpassen, dass sie sich nicht verbrennt. Die wird dann heiß. Hat aber auch schön flache Griffe, kann man auch selbst mit Handschuhen sicher halten. Also Tasmanian Tiger Tech Punch 5 in Kaki plus Edelstahltasche heute im Doppelpack. Und dann schauen wir mal, wer das gewinnt. Erik, du weißt ja. Nur eine Karte ziehe, gell? Ja. Schon innen drin. So, greifen wir hier rein. Ganz tief rein, durchwühle. Jawohl, nur eine, gell? Genau, gucke, dass du nur eine hast. Okay, hast du eine? Ja, nochmal sicher. Hast du? Was hast du hier? Meine Lieblingskarte. Jawohl, ja moi. Das ist doch eine fesche Karte, gell? Herzliche Grüße aus Bayern. Der, wo die mir geschickt hat, ne? Hat sich gelohnt. Und zwar aus Regensburg. Das war eine Dreierkarte. Die anderen beiden habe ich natürlich aus rausgemacht und nur eine in die Losung. TAS, wenn das jetzt die Abkürzung ist, TAS. Sonst muss ich mal auf den anderen beiden Karten gucken, die ich aussortiert habe, ob dort mehr von dir steht. Aber das passt eigentlich, oder? Alle guten Dinge sind bekanntlich drei. Deswegen noch eine Karte aus Regensburg. Herzlichst TAS und eine schöne Vorweihnachtszeit. Also, ich gehe mal davon aus, das ist der User, aber der, wo die Karte geschrieben hat, ne? THS, ich werde das nochmal mit den anderen Karten gegenchecken, ob das dann auch passt. User THS, herzlichen Glückwunsch, du hast heute einen geilen Preis abgesahnt mit einer geilen Postkarte, ne? Siehst du, das Universum liebt das Gleichgewicht. Also, wir kommunizieren per PN. Und dann geht hier dieses geile Set an dich raus und wünsche ich viel Spaß damit. Also, bleib gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Wir sehen uns morgen. Tag Nummer 13 wieder hier bei Hillbilly auf dem Kanal, wenn es wieder an den Weihnachtskalender geht. Also, tschüss Leute. Tschüss.